Recht herzlich willkommen zur 31. Folge vom Kerbal Space Programm. Ja, letztes Mal waren wir hier überall unterwegs, haben bei der Wissenschaft nachgeschaut und so weiter, noch einen Auftrag reingeholt mit dem Parachute. Ja, und jetzt müssen wir gerade noch mal gucken, dass wir hier weiterkommen. Und zwar glaube ich, dass unsere Orbital Rocket noch nicht total ideal ist. Nach dem, was wir da hatten, bin ich von überzeugt, dass wir mehr Tank brauchen, mehr Kraftstoff brauchen. Und da würde ich sagen, machen wir hier in dieser Stufe noch einen Tank rein. Das war falsch, da ist richtig, mehr Vorrat zu haben, da hochzukommen. So, ich glaube, jetzt müssen wir ein bisschen drehen. Aber sieht schon fast gut aus da unten, oder? Ja, gut, ich glaube, das geht so. Safe. Ja, und dann wollen wir mal gucken, ob es klappt, oder? Exit. Dann auf die Startrampe. Unsere Rakete ist orbital. Oh. Da oben. Und da brauchen wir einen Piloten für. Und dann auf die Startrampe. So, dann gucken wir nochmal gerade rein, ob die Stufen auch passend sind. Hat sich aber wohl nichts geändert, glaube ich. Ne? Die sind da. Das passt. Okay. So, SAS an. Das brauchen wir. Wir müssen relativ lange warten, bis wir oben sind. Dann müssen wir mit dem Schub nachher gucken, wie der ist. Aber ich glaube, wir können erstmal loslegen. Ne? 3, 2, 1, go! So. Geht's hoch. Unsere Feststoffraketen sind ordentlich am Pusten. Natürlich nicht gerade leichter hoch, ne, mit so viel Ballast oben drauf, aber ist halt so erstmal. Ja, wenn die gleich abgebrannt sind, dann weg und dann müssen wir sofort gucken, dass wir die Rakete kontrollieren mit der Geschwindigkeit. Oh, wir müssen schneller werden. Okay. Steigt. Ein bisschen weniger Schub geben. So, die Karte. Ah, die haben wir gar nicht eingestellt gehabt. So. Da sind wir bei 25.000. Vielleicht sollten wir mal gerade schon so einen ganz kleinen Schwenk antesten, dass wir das hinkriegen. Haben wir da reingeguckt. 33.000. Geschwindigkeit nimmt zu. Ja, wir müssten mehr drehen, glaube ich. Kriegen wir das hin, ohne zu trudeln? 44.000. Ja, es macht ganz guten Eindruck eigentlich, oder? Nicht mehr so viel Schub. Geschwindigkeit wird von alleine mehr. Oh, wir sind schon bei einer verdammt guten Höhe. Dass wir da schon weiter ausbauen. Oh, wir sind schon auf Dingenskurs, sag schon. So, die Stufe weg. Okay, das steuert sich natürlich super leicht. Ja, sieht gut aus, oder? 90.000 ist natürlich relativ viel. Wir müssen aber aufpassen, dass wir nicht zu viel nachher an Höhe haben, dass wir wieder runterkommen, ne? Gut. Ja, unser Kraftstoff nimmt gerade rapide ab. Ich glaube, wir machen erstmal aus. Nähern uns hier wieder. Okay. Und dann waagerecht und nochmal Schub geben. So.
könnte etwas knapp werden, ne? Wir haben nicht mehr so viel da dran, ne? Gut. Carmen. Wenn wir hier sind, müssen wir wieder Schub geben. Bei der Apoapsis brauchen wir dann am wenigsten, um wieder voranzukommen. Obwohl wir schon im Weltall ja sind. Müssen wir auch noch mal kurz ein kleines Stück korrigieren, ne? So. Ich glaube, wir können jetzt noch ein bisschen Schub machen. Gucken, wie wir sie erhöhen. Einmal den Naftball bitte, genau. Oh, und da ist er leer. Das heißt, hat auch nicht gereicht. Schade, ne? Können wir hier irgendwelche Tests noch machen? Statusbericht gibt's keinen. Tja. Schade drum, ne? Das heißt, die Rakete funktioniert nicht. Müssen dann zu überlegen, was wir machen müssen, damit es doch klappt. Ich glaube, wir brauchen 3 Feststoffraketen dann, um da hochzukommen. Der erste Schub ist es. Aber dann sollte es auch, glaube ich, gehen, oder? Schwierig. Ja, jetzt können wir uns hier ein bisschen die Gegend angucken. Von da irgendwo sind wir gestartet. Da oder da oder wo war das? Ich glaube da, ne? Ja, wir haben ja nur in einer Richtung gesteuert. Das heißt, unsere Flugrichtung ist so. Das heißt, da muss unser Startzentrum sein. Gut, okay. Statusbericht. Ändert sich nichts. Gut. Kann er aussteigen? Nee. Ja, wir brauchen ein anderes Astronautenzentrum, damit das klappt. Aber wir können hier schon mal uns von dem trennen. Das brauchen wir nun nicht mehr, ne? Dann können wir uns in Flugrichtung bewegen, damit wir das Hitzeschild noten. Haben wir überhaupt ein Hitzeschild dran? Ne? Ja, ne, das ist eins, oder? Ja. Kann man aber nicht kontrollieren in irgendeiner Form. Statusbericht. Geht nix. Irgendwann mal möchte ich gerne, dass er dann noch mal was aufzeichnet, ne? Ja, wir müssen gleich gucken, dass wir Höhe und sowas haben wegen unserem Schirm. Ich glaube, so ist am besten, ne? 5000 bis 14000 und, oh, die Geschwindigkeit brauchen wir auch noch. Und die ist, glaube ich, richtig hoch, ne? 1500 haben wir da. Respekt. Okay. So, 1300. Höhe ist jetzt gleich erreicht. Und sobald hier 800 ist, oder drunter, müssen wir den Schirm rausschmeißen. Der Test war erfolgreich. Aber irgendwie sehe ich keine Reißleine. Der Test war dahingehend erfolgreich, dass wir gleich einen Mann verlieren. Weil wir abstürzen, oder? 1500.
toller Test. Das ist nicht gut. Der Schirm ist weg. Das ist ganz schlecht. Super, oder? War das unser letzter Pilot? Traurig. Katastrophaler Fehler. MK-16 Parachute splashed down hard and was destroyed. Tja, und leider. Warte mal, irgendwo muss es mit dem Schirm doch vorher stehen, oder? Schlimm. So was. Also diese Tests muss man nochmal überlegen, ne? Wir haben 3 tolle Forschungspunkte gekriegt, was uns auch nicht weiterbringt. Ja, haben wir noch Leute? Oh, es gibt noch einen Pilot. Ach, den haben wir schon, oder was? Ingenieur, Wissenschaftler und Pilot. Tja, gibt keinen Piloten mehr. So was. Ja. 2 missing und lost. So ein Shit auch. So. Tja, was heißt das jetzt hier für uns? Wir müssen näher ran, wir müssen dieses hier entfernen. Und dann schalten wir mal auf 3 und packen den an und so. Müssen wir dann aerodynamische Teile wieder anbauen, vielleicht besser, oder? Ne, das passt nicht ganz. So sieht's gut aus, oder? Okay. Speichern wir da drunter. Gehen zurück. Gehen einmal hier rein. Liquid Fuel Engine müssen wir testen. Nee, will ich jetzt nicht testen. Ja, nee, ich will jetzt das nur den Orbitalflug erstmal machen, das soll reichen. Ja, aber insgesamt soll es erstmal für die Folge wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann, tschüss.